Vers 24. Daraufhin wandte sich Sarasvati, die Göttin der Gelehrsamkeit und die göttliche Gefährtin des höchsten Herrn, an Brahma, der in allen Richtungen nur Finsternis sah, und sprach: O Brahma, dieser Mantra, in Klammer Gopal-Mantra, wird dir gewiss deinen Herzenswunsch erfüllen. Erläuterung: Der aus 18 göttlichen Silben bestehende Mantra, eingeleitet durch den Kama Bija, ist von einzigartiger Vortrefflichkeit. Er hat zwei Aspekte. Er bringt die reine Seele dazu, dem allanziehenden Sri Krishna, dem Herrn Gokulas und den göttlichen Milchmägden nachzufolgen. Das ist der Gipfelpunkt der spirituellen Neigung der Jivas. Wenn der Gottgeweihte von allen Arten weltlicher Begierden frei und dem Herrn zu dienen gewillt ist, erlangt er die Erfüllung seines Herzenswunsches, Liebe zu Krishna. Aber auch dem Gottgeweihten, dessen Neigung noch nicht unvermischt ist, erfüllt dieser höchst vortreffliche Mantra seinen innigsten Wunsch. Der transzendentale Kama Bija wohnt dem in Goloka befindlichen göttlichen Lotus inne, und der in weltlichen Angelegenheiten verzerrte gespiegelte Kama Bija erfüllt alle Arten von Wünschen in der irdischen Welt.